Hallo? Müsste eigentlich wieder da sein. Der Flex-IC ist so unnötig, wenn man... Ah, das wird... Jenny, die Droge. Ich weiß, dass du selber Streamerin bist. Solche Wörter benutzt man nicht, ja? Wenn man dumm ist, hilft auch kein dickes Auto. Aber die Leute... Naja, das ist aber die Spielmentalität, auch in MMOs und so. Du sammelst halt das, was selten ist. Und für dich fühlst du dich besser, wenn du so ein Auto dann fährst. Weißt du, was ich meine? Das hat auch was mit der Charakterindividualisierung zu tun. Wenn du jetzt zum Beispiel auf einem MP-Server spielst und du bist da die Jenny... Und sagst, ich bin Jenny, ich habe auf jeden Fall langes blondes Haar und trage immer eine Sonnenbrille, das ist mein Markenzeichen und laufe ohne Schuhe rum. Und ich fahre genau das Auto, ich fahre hier so ein Smart oder so ein Shit. Dann möchtest du deinen Charakter genauso aussehen lassen auch, ne, im RP. Und deshalb besorgst du dir dann den Smart und wirfst die Schuhe weg. Und die meisten Leute sind halt einfach so, dass sie sagen, yo, ich bin, der, weiß ich, Alter, der David. Oder ich bin der Shorty, ich brauche eine dicke Karre, ich hau mir einen Anzug ran. So, ich rede zwar wie ein Trottel und habe auch keine Ahnung, was ich eigentlich mache, aber ich will das so nach außen bringen, wer ich hier bin. Ist ein bisschen realitätsfremd, aber ist RP halt. Ne? Im World of Warcraft bin ich ein Ork, Alter, der mit einer Axt alles kaputt schlägt. So. Man sollte diese ganzen Supersportwagen meiner Meinung nach einfach vom Server entfernen. YBN ist ein amerikanischer 5M-Server. Da gibt es sowas nicht. Da gibt es zwar nur Cops und Gangs und ein paar Zivilisten und ein paar Medics, aber die fahren damit so Kombis rum und sowas. Da siehst du keinen verfickten Centono vorbeifahren. Tschüss, Andi. Ich mach jetzt gleich auch aus. Hallo, Max. Oder teurer machen. Nee, die kommen trotzdem da dran, glaub mir. Da gibt es 20 Leute, die werfen zusammen für eine Karre, damit die fahren können. Weg damit. Normale Autos, keine Supersportkarren. Einfach weg damit. Luxusgüter einbringen, wie, keine Ahnung, ein Segelschiff. So als allerhöchstes Ziel, wenn du so einen reichen Macker spielst oder ein Anwalt bist oder so. Genau, Oma, dann farmen die nur härter. Die farmen und farmen und farmen. Wann haben wir letztes Lowlows gesehen? Doch, es gibt auf Unity gibt's welche Lowlows von. Die Growth hat Lowlows, ich glaube Bomb hat auch welche. Boah, ich weiß jetzt nicht mehr noch. Ich habe gesehen, Dexus hat sich auch eingekauft. Gibbet, das große Problem mit den Lowridern ist nur unter Rage, dass die endlos verbuggt sind, Mann. Dass die verkackten Dächer und so rumbuggen und die Karre hinten aufsitzt, wenn du damit springst und alles zerkratzt und so. Das ist leider das große Problem. Hallo, Tito. Aber ja, jetzt stellt euch mal vor, die Southside wird so zusammenspielen. Vielleicht, ich kann mir sogar gut vorstellen, dass das auf Lucky so ist. Southside würde so zusammenspielen. Na klar, gibt es rivalisierende Gangs oder Truppen. So kleine Squads oder so. Aber Lowrider treffen. Einfach bei Mega Mall auf dem Parkplatz. So wie in GTA San Andreas in der Mission. Das müsste eigentlich das RP sein, was wir alle zeigen und spielen wollen. Das fehlt auf Sektor-RP. Geh nix. Why so late? Was, Keller? Auf Lucky wurde schon zweimal die South gewiped, weil alles schief lief. Ja, aber dann ist das so. Ist ja deren Server, die können ja machen, was sie wollen. Die müssen sich ja nicht an die, in Anführungszeichen, Norm halten, was in der Szene abgeht. Nee. Kannst doch mal das Rad neu erfinden. Ist halt so. Wenn das schief läuft, läuft das schief. Wipes du. Fertig. Jeder Server muss nach einem Jahr oder so oder unter einem Jahr sowieso gewiped werden. Allein schon wegen der Wirtschaft. Was meinst du, wie viele Accounts zum Beispiel auf Unity rumliegen? Tote Accounts, wo Millionen von Dollar drauf liegen. Und Autos. Vor allem Autos, die immer noch gefahren werden, obwohl die Besitzer gar nicht mehr da sind. Und alles, das muss immer resettet werden. Ist wie ein Classic WoW, man. Fresh Start, Best Start.
Wenn du ein halbes Jahr Chefarzt bist, kannst du beim Support nachfragen, ob du einen dicken Sportwagen bekommst, weil es Sinn macht. Ist auch wieder ein Konzept, was ich unterstützen würde. Hier, Fisch, Junior Fisch. Weiß nicht, ob der noch da ist. Der war ja damals auf Ultimate Chefarzt. Der war auch einer der ersten, der diesen Audi R8-Verschnitt gefahren hat. Im RP. Und da hast du das einfach gesehen. Der Typ fährt dieses Auto, der hat Geld. Der muss Geld haben. Wer bist denn du? Ja, Chefarzt, hast du dann irgendwann rausgefunden. Und das ergibt dann noch Sinn. Aber wenn dann so ein Vollidiot Curtis da rumfährt mit einem Sterling oder... Ja, okay, ja, doch, Sterling auch Oldtimer. Millionenwert eigentlich. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Sag doch, was tue ich, ja, wenn es komplett released wurde und freigegeben ist. Der damals Schwarz-Matt-Lizenz für 40k nur für ein kleines Seitenteil gezahlt hat. Genau der. Fischi hat sich auch spüren lassen, dass er reich ist und dich hasst. Ja, aber das ist gutes RP gewesen. Der war richtig arrogant und abgehoben. Aber der konnte sich das auch erlauben. Erinnere mich noch an den Zeitungsbericht damals auf VL, wo Juri die Yacht gekauft hat für 10 Millionen. Wo war das auf Alternate 2.0 oder Classic? Oder war das ganz, ganz früher? Curtis ist der Southside Event Manager, der würde ich sagen, kannst du nicht. Das geht nicht. Da musst du echt Glück haben. Da musst du wirklich so OOC-Crime-Besprechungen machen. Und sagen, jo Leute, rafft euch mal. Naja, wenn ihr OOC-Beef habt, hört auf damit. Lasst uns mal an einem Strang ziehen. Wenn ihr Beef habt, könnt ihr ja... Haut euch gegenseitig die Körper ein, schießt vielleicht auch mal. Macht einen Drive-By oder so. Aber diese, oder man verbietet diese kompletten Gangkriege-Dinger, Alter. Es geht ab. Fandest du die GTA-Live-Zeit oder die Alternate-Zeit besser? Live-Zeit. Weil da war alles neu. Hätte es gefeiert auf AL, wenn die Käsefuß Stress mit der Growth bekommen hätten? Was für eine Käsefuß, Bruder? Boah, Masahiro Fluss, irgendjemand mit Fluss ist ein Deutscher. Gibt, glaube ich, nur einer, der so heißt. Ach, Vagos, meinst du Kuba und so? Quatsch. Da gab es doch gar keinen Grund. Die haben ihren Film gefahren. Und wir haben unseren Film gefahren. Wir hatten auf Alternate, mit wem hatten wir auf Alternate Beef? Mit dem blauen einmal oben. Da war ein Gangkrieg, der ging genau eine Stunde. Weil ich mich morgens auf den OG gewartet habe, nachdem der Dings auf dem T-Feld war. Und den mit der AK komplett weggerotzt habe. Und, United das Ding so, aber das... Das war schon so ein bisschen OOC-Gemisch und so, weil ich gesagt habe, ja, oh, das ist Meta im Spiel und alles. Aber sonst Anaconda so, aber das waren ja keine Gangs. Und mit den Ballers durften man nicht zusammenspielen, weil da war nur ganz groß, dass die RP-Polizei gesagt hat, ja, Gangkuscheln. Dürft das nicht. Ihr sollt euch bekriegen. Ihr sollt euch in die Fresse hauen. Ihr dürft nicht miteinander RPen. Iron Stream ist gerade ausgegangen, deshalb. Flussufer, genau. Da war der Chat hier noch richtig böse, das stimmt. Aber ich glaube, jeder Chat war richtig böse. Hier, eine Duftkerze noch und dann gehe ich ab in eine Falle. Mal gucken, was wir morgen machen, beziehungsweise nachher. Aber ich denke, nur mal Curtis gucken. Vielleicht passiert bei dem Konflikt noch was. Bei United hatten viele das Gefühl, dass Meta im Spiel war. Ich habe später herausgefunden, dass da Meta gemacht wurde. Aber nicht damals von Tyrone oder so, sondern das waren zwei, mit denen wir eine ganz lange RP-Story hatten, die wir auch aus der South rausgeschickt hatten und so. Weil das komische Menschen waren im RP. Die haben quasi die Meta-Infos immer weitergegeben und das wurde dann gespreadet. Das weiß ich alles. Aber heute ist ja alles cool. Zum Beispiel Jazz, die bei uns im Park jetzt abhängt, die war damals auch bei United. Und hat damit abgehangen. Was geht da bei dir? V
bin hier Mutt und Beholle, kusche ich jetzt? Ja. Doch, doch, Schattenmund, gleich noch. Ich esse nur kurz noch ein Brot. So ein Stündchen geht noch ein bisschen abschalten. Bin seit 3 bis 4 Monaten auch im IP unterwegs. Das ist so eine dreckige Community. Wäre lieber dabei geblieben jetzt. Na, das stimmt nicht. Hat auch, es gibt auch gutes RP auf den Servern, überall, egal wo. Nur was ich jedem raten kann, haltet euch einfach aus Crime-MP fern. Macht was anderes. Werdet ein guter Arzt, werdet ein guter Cop, werdet ein cooler Zivilist oder ein Eventveranstalter oder so. RP macht Bock. Sieht man doch. Flips, der Sie war nur so ein Sidechick. Ich hatte nicht angedacht, dass ich da aktiv spiele. Du kriegst auf, ist egal welcher Server das ist. Es gibt immer irgendwo gutes RP. Ich habe ja schon Videos von GVMP gesehen, wo gutes RP gemacht wurde. Aber es ist aber auch immer so eine Ansichtssache. Was ist gutes RP? Wie definierst du gutes RP? Also ich würde sagen, wenn beide Parteien darin Spaß haben. Und vor allem, wenn es einen Konflikt gibt und trotzdem beide Spaß haben. Dies ist ein stiller Protest. unscheinbar. Dankeschön für den Visa am 15. Naja, heute wurde nicht gebrettert, Nate. Er kommt im Chat rein und erst mal der Frage, wurde halt gebrettert. Danke, mir geht's auch gut, Bruder. Ja, Crime ist schwer und kompliziert, aber nur, weil du mit anderen wirklich, die müssen alle das gleiche Mindset haben und ein Ziel verfolgen. Was findest du ist das Härteste, was man im RP-Bereich spielen kann? Also zum Beispiel Medizin-RP, wenn der gleich wieder weg will oder was anderes? Boah. Ich glaube, so Justiz-RP ist, glaube ich, das Schwierigste. So Anwalt und Staatsanwaltschaft und Richter und so. Ja. Ich glaube, Justiz-RP. Weil den Scheiß musst du echt auswendig lernen. Du musst halt die Justiz des Servers auswendig kennen, damit du gut vertreten kannst. Und gute Entscheidungen und so triffst. Vor allem faire auch. Nate, danke schon für den Wisdom 5. Kussi. Justiz ist kein RP, es ist ein Vollzeitjob. Ja, genau wie Chief of the Police eigentlich auch. So, ich hau jetzt aber ab. Ich hau's doch keinen mehr. Geht schlafen. Ich glaube, Dexter und so sind noch live. Ne, ihr werdet irgendwas finden. Auf jeden Fall vielen lieben Dank und danke für heute. Wir sehen uns nachher wieder. 90% Curtis, 10% Peanut wahrscheinlich. Was, ey, Oma, was? Hausbo, wen denn? Sag. Sag mir schnell, wen. Moondice ist online, Thais offline, Dex ist da. Ich schicke euch zu Dexus, der sitzt sogar ganz alleine auf einer Parkbahn, der sieht traurig aus. Doch, nehmt euch noch ein Tinkepäckchen. Mach schon mal die Raid-Pommes an. Never mind, der geht schlafen. Okay, dann müssen wir uns beeilen. Nehmt euch schnell schon ein Pinkpäckchen. Yalla, yalla. Komm, ich drück da gleich drauf. Der soll euch weiterschicken. Achso, Dex, meinst du nicht? Okay. Dex, das sieht traurig aus. Wir gehen ein bisschen aufmuntern. Vielleicht hat der Beziehungs-Cringe-RP-Stresse. Mit der Ehren. So, tschüss. Bis morgen. Tschüss. Und Dankeschön. Bye-bye.